Was geht ab, Leute? Hunger. Auf zu einer Raid Tour. Jetzt, wo ich nicht mehr free to play bin. Schön reincashen hier. Alles pay to win. Haben wir schon ein Ziel? Noch nicht. Nicht vergessen, diese Raid Tour wird gesponsert von Prinz und Golle. Ich habe für alle Leute genug mitgebracht. So, erste Raid. Und das beste Raid, was ich jemals gesehen habe. Schauen wir mal. Ich habe bescheiden viele Bälle. Wie viel hat's? 19,5. Ich habe 7 Bälle. Geht schon. Prinzenrolle, gib mir Kraft. Nicht exzellent. Ich glaube, ich bin jetzt aber. Schon. Entwickeln. So, nächste Raid. Die Jungs müssen leiden. Servus, Leute, was geht ab? Unterbrich mich doch nicht. Was geht ab, Mann? Geht mit dir, alles klar, Robert? Servus, Christi. Hi, servus, Alex. Verschlafen. Maxi. Ich wollte gerade sagen, die Jungs müssen ein bisschen leiden. Ihr Glücksfall läuft genau jetzt aus beim zweiten Raid. Die anderen haben uns ein bisschen zu sehr runtergezogen. Meins läuft zum Glück noch. Ich hab's ein bisschen später gezündet. Das, die Herausforderung wird spannend. Spannend. Junge, du kommst 2 Raid zu spät, Mann. 1 Raid. Mhm. Ihr habt in einer Stunde nur 1 Raid gemacht. Frag nicht, Mann. Die sind zu langsam. Was war denn? Umparken und bin zu spät gekommen. Ja. Wir werden brutal runtergezogen. Der Robert ist nicht zufrieden. Aber danke, Robert, dass du mich angerufen hast. Das weiß ich nicht. Kein Problem. Aber wir haben wenigstens gut entwickelt nebenbei. Bist du drin im Raid? Hm? Bist du drin im Raid? Nein. Ja, doch 2 verpasst. Dann hast du doch 2 verpasst, sehr gut. Sind schon mal 80.000 weniger für dich. Ja. Plus Entwicklungssession. Ich bin eh noch im Plus. Und ich hab die Tage jetzt ein bisschen mehr Zeit. Und welches Level bist du? Hm? Was? Welches Level bin ich? Ja, das war so, frag mich mal. Welches Level bist du? 39. Ja, und jetzt? Wolltest du sagen, Mann? Okay, nein, noch nicht 39. Seht, nur Lügen hier. Nur ein Lügner. Genauso wie ein Pötschnet erfunden. Nein, Mann, ich hab Pötschnet erfunden. Alles nur Lügen. Ich hab Pötschnet erfunden. So. Ich hab nicht geschaut, wie viel WP da hat. War jetzt gerade ein bisschen hektisch, aber nicht viel. Wetter ist schlecht geworden. Gut, dass heute Raid Tour ist und nicht farmen. Netzwerkfehler, nicht gut. Ich war bei der Öffentlichen. Jeder hat gesagt, ich soll in die Öffentliche. Und dann war es doch nicht die. Da hatte ich keinen Bock, nochmal rauszugehen.
bin reingegangen mit der roten Gruppe, hab dann bei 50 Sekunden gehabt und gemerkt, scheiße, ich hab das Spielzeit vergessen. Oh yes. Muss nochmal raus. Ich hab ihn, wir können weiterfahren, Leute. Ich glaube, wir haben noch kein Ziel. Läuft schon? Ja, ja. So. Okay, Jungs, also Hong. Also, Euda, was geht ab, Leute? Erstmal Alex hier. Ja. Der Top-Herausforderer von Hong. Ja. So, wir haben gerade Raid gemacht. Ich bin rausgeflogen. Richtig leiden, der hat sich richtig leiden. Aber Hong. Fängt gerade 98er Raikou. Er hat mir einen 100er gewünscht, der mir flieht. Der nicht gönner. Hoffentlich flieht er, hoffentlich flieht er. Er sieht schlecht aus. Ist alles nass, kalt. Ich war gelb, wenige Bälle. Die Leiden sind groß. Aber schauen wir mal. Oh mein Gott, was war das? Das hat gehangen. Das passiert öfters, wenn Screen Recorder auch gleichzeitig läuft. Ein Ball weg. Oh mein Gott. Die Leiden eines YouTubers. Ja, das ist leider so. Aber alles für die Fans. Alles für die Fans, ja. Eigentlich alles für die Klicks. Danke an. Oh, gefangen. Danke an Prinzen Golle. Oh mein Gott. Das ist geil, cool. Ich gönn's null. Er gönn's dir. Ich gönn's dir null. Null. Ich gönn's dir null. Schaut euch diesen nicht gönnen an. Ich gönn's null. Aber wir müssen weiter zum nächsten Mal. Ja, dann wart nicht mal auf uns. Jetzt geht's bergauf. Ja, wieder 19.3, so 19.13. So kalt geworden, Mann. Junge, wie viel hat deiner? 73. Meiner hat 74. 35. Oh, ey, der ist richtig schlecht. Was ist denn das Schlechteste? 33, glaube ich. Keine Ahnung. Kann ich. Oh, erster Ball drin. Sehr gut. Gleich verschicken. Und dann. Prinzenball erst. Auch drin. Yes. Prinzenrolle gibt es nur für alle, die was empfangen. Würde ich sagen. Du weißt. Super saftige Prinzenrolle. Danke. Alter, super geil Prinzenrolle. Ja, Mann. Boah, schmeckt richtig krass. Soll ich vielleicht einen Schauspieler? Vielen Dank an wer auch immer die geschickt hat. Brand News. Kauft bei denen ein. So, das war's mit der Raid Tour. Zumindest mit den Videos. An der Stelle, wir haben noch viel mehr gemacht. Ja, ich habe die Anzahl verloren, den Überblick. Aber ein paar meinten, wir haben 21 gemacht. Wobei ein, da sind wir rausgeflogen, dann haben wir den nicht geschafft. Also 22 Raids. Das sind 880.000 EP. Fast eine Mille. Was nicht schlecht ist. Und dann nebenbei noch entwickelt. Und dann, und wie gesagt, danach am Abend noch gefarmt. Und dann danach sogar noch geklickert, während wir auf Pogenta gewartet haben, auf 100%. Und das war wie gesagt der Fehler, dieses bisschen Klickern war dann ein bisschen zu viel.
dann wurde ich gebannt. Gestern kaum gespielt, nur nebenbei ein bisschen. Wir können uns mal die Statistik anschauen. Ich habe eine Mille gemacht, nicht ganz, eigentlich nur durch Entwickeln. Reserven habe ich auch noch ein bisschen, aber nicht mehr so viel. Heute muss ich wieder alles aufladen. So, 917.000 ungefähr. Kann sich sehen lassen. Ich hätte noch auf über 1 Million entwickeln können, aber die Zeit hat nicht gereicht. Also eine halbe Stunde muss man auch irgendwie unterbringen. Und dementsprechend hier zum Beispiel gedreht, habe ich 111. 113, oder? Das ist eine 3. Ja. Also nicht wirklich viel. Pokémon gefangen sogar noch weniger, unter 100, aber das muss es einfach sein, weil jetzt ist mein Softband eigentlich resettet, hoffentlich. Und jetzt kann ich wieder abgehen, für den Rest der Woche müsste das eigentlich wieder reichen, um da wieder krass abzugehen. Aber dafür wieder ein bisschen mehr entwickelt, 402 Pokémon, wie gesagt, da hätte noch ein bisschen mehr gehen können. Aber das war's eigentlich erstmal. Wir sind bei fast 56 Millionen, Event geht noch bis Freitag, also die 60 Mille müssten locker drin sein. Eine kleine Mini-Purge läuft in München auch gerade noch, aber da habe ich noch gar nichts ausgenutzt. Nur das 100% Preventer. Ein paar interessante Sachen waren dabei. 100er Mankey auf Level 30 gestern Nacht, aber bisher nichts geholt. Nächste Woche, am Freitag, 1. Dezember, startet hier in München nochmal eine Purge, eine größere. Ich werde versuchen, da ein paar Sachen zu holen. Und wer weiß, 1. Dezember, vielleicht kommt da neue Überraschung, Gen 3 vielleicht. Wir werden es sehen. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, wie das Event für euch so läuft. Und folgt mir auf Twitter, Instagram und Facebook. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.